So, da sind wir mit dem Grand Final. LDT und SDN gegen Dafunk und Ian. Ja, das, moin. Ich habe jetzt ist hier das auch. Korrekt? Ja. Ja, ich habe hier auch übernommen für Slushy. Der Bruder ist jetzt am Start. Und wir gucken uns das gerne an. Das ist hier Fox und. Robin. Genau. Gegen Dr. Mario und Lucario. Alles klar. Ja, das heißt, Jan und Dafunk haben tatsächlich die Charakter gewechselt im Gegensatz zu dem Spiel von gerade eben. Und bis jetzt sieht es noch recht ausgeglichen aus. Ja, wobei leichter Vorteil hier für Rot, würde ich sagen. Für Blau, würde ich sagen, also für Dr. Mario und Fox gegen Robin und Lucario. Fox gerade noch relativ wenig Prozent auch. Und da ist direkt der erste Stock weg. Ich sage es gerade noch. Perfekt. Aber auch direkt der erste Return auf Robin. Ja. Also die ersten Stocks, die fliegen hier rein. Und da ist auch Lucario direkt wieder raus und auch Dr. Mario mit den drei am Start. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und da ist auch Dr. Mario auch weg. Perfekt. Man könnte sagen, es ist hier so der leichte Caster-Curse. Er hat sich recovered. Oh, er hat sich recovered. Okay, und das war's auch schon wieder. Und tschüss. Und wieder, ja, für Gerechtigkeit gesorgt, sagen wir mal. Da ist es wieder ausgeglichen, alle zwei. Es ist ein spannendes Finale, würde ich sagen, bis hierhin. So wie es sein soll, natürlich. Wobei auch hier, ja doch, es ist wirklich, wirklich ausgeglichen. Also Rot mit einem ganz, ganz leichten Nachteil gegenüber Blau. Aber wahrscheinlich, jetzt wo wir es sagen, kriegt Blau gleich wieder den Stock abgezogen. Ja, das geht ja gerne mal hin und her. Gerade, also Finale darf und soll ja auch gerne eng sein. Und ich denke, das kriegen wir hier auch geboten, wenn ich das richtig sehe. Die Fights auch relativ eng, würde ich sagen. Normalerweise hat man ja so aufgeteilte 2 gegen 2, aber hier, die hängen sehr oft sehr hart aufeinander. Ja, gerade eben, ja, eigentlich 2 1v1s an den Edges aufgeteilt. Und da hat Lucario den Stock verloren mit dem letzten Stock, wobei er ja den Boost kriegt, wenn er im Nachteil ist. Also vielleicht bringt ihm das hier ja den Vorteil, um dann doch das Game für sich zu gewinnen. Den guten Ian. Ich kann natürlich leider weniger Insights geben im Gegensatz zum guten Slushy. Mein Bruder, der kennt sich ja mit den Spielern etwas besser aus und mit den Mains. Überhaupt kein Problem. Ich bin froh, dass ich jemanden an meiner Seite habe, dass ich nicht alles alleine reden muss. Das ist, glaube ich, auch für die Zuschauer ganz angenehm. Und jetzt auch nur noch SDN mit 2 Stocks. Die Behinderung liegt auf noch, ne? Der hat gerade auch ordentlich von Robin eingeschenkt bekommen. Da ist er jetzt auch wieder offstage im Default. Aber jetzt ist er wieder auf der Stage. Ist am Fein und da ist er. Da hat er den Stock abgezogen und hat sich noch selber recovern können. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, Lucari ist hier auch raus. Das ist nur noch ein 2 gegen 1. Der arme Robin ist jetzt alleine am Start. Kriegt und hier von 2 Leuten ins Gesicht. Mal gucken, ob er das machen kann. Oh, der wurde aber ordentlich rumgereicht. Schön gesandwiched. So ein kleiner Ping-Pong-Ball ist er. Ja. Da muss er auch offstage gehen, gucken, ob er irgendwie sich einen Vorteil erspielen kann. Ist jetzt im Nachteil. Er ist man ja meistens, ja. Und das ist die Runde für SDN und LDT. SDN sogar noch mit 2 Stocks, das war ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Ja, dass er sich da noch so schön recovered hat, war, glaube ich, auch echt wichtig, möchte ich mal sagen, weil er war, glaube ich, noch schon bei über 120%. Ja, ich glaube 126 war am Ende. Und schon ein starkes Play von ihm und wir gehen direkt in die zweite Runde. Gucken wir mal, ob es hier irgendeinen Charakter-Switch gibt. Wir haben jetzt Ganondorf und Falcon gegen Bowser Jr. und Jigglypuff. Haben wir hier irgendeinen, der gleich geblieben ist? Nicht, ne? Also hier einen kompletten Charakter-Swap-Up auf allen Seiten, da bin ich ja mal gespannt. Das ist auch schön zu sehen. Ja. Ein bisschen mehr Vielseitigkeit. Ich persönlich, ne, wie gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Spiel, aber Ganondorf ja eigentlich eher ein langsamer Charakter, der sehr leicht zu punchen ist. Da bin ich mal gespannt, wie gut der hier. Ja, und im Gegensatz zu Falco, der ja echt recht fix ist, wie ich finde, hat man auch gerade ganz gut gesehen, wie
einfach ein bisschen mit ihm in der Luft rumjongliert. Ja, befindet sich hier auch gegen Falco im 1v1. Das sieht bis jetzt nicht gut aus, aber das sieht so aus, als ob hier Bowser Jr. den ersten Stock kriegen könnte. Aber nein, Iggy hat sich recovered. Es ist knapp. Alle sehr hohe Prozente außer Falcon, der im 1v1 gegen Dennendorf doch das deutlich hoch daher. Und da hat er Iggy den Stock abgezogen. Und ja, der Stock auf Dennendorf kommt hinterher. Ja. Das heißt, Rot mit zwei weniger und Blau kriegt auch einen abgezogen, aber trotzdem immer noch das STN Falcon. Bei unter 50% ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, den muss man erstmal bieten. Ich glaube, dass das Matchup gegen Gendorf, das ist auch einfach sehr in seinem Vorteil. Das ist ein bisschen ein Mismatch. Ja, sollten die, also Dafung und Jan die Runde überstehen, glaube ich nicht, dass Dafung bei Gennendorf bleiben wird. Nee, also an deren Stelle würde ich auf jeden Fall auch ein, also das 1v1 wechseln, das SDN, also Dafung Blau. Jetzt schon auf dem letzten Stock und SDN noch alle drei und unter 100%, das ist schon, also... Ja, man könnte sagen, Rot mit dem Rücken an der Wand. Ja. Es ist, müssen dieses Game holen, um in die dritte Runde zu kommen. Und sind jetzt schon massiv im Nachteil, muss man sagen. Da hat Iggy auch den weiteren Stock abgezogen bekommen. Und ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass SDN einen Hit kassiert hat. Das ist, war gefühlt eine halbe Minute lang, dass der kein Hit... Da ist der Stock weg. Und jetzt der erste Stock weg. Nach, immerhin. Nach, dreieinhalb Minuten im Game ist schon... Es wird kein Freestock, würde ich sagen. Gendorf hier auch, also davon auf 86% ein Stock. Also der ist hier wirklich kurz davor rauszufliegen. Sein Teammate auf Jigglypuff ebenfalls jetzt auf 83% ein Stock. Das ist also... Das ist hier wirklich schon ein ganz, ganz schweres Game für Rot. Die müssen da wirklich noch abkeepen, um drin zu bleiben. Und da ist Gendorf auch raus. Ja, das wird jetzt nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich sagen. Ja, gerade mit Jigglypuff, der ja, also das ist ja wirklich ein sehr leichter Charakter ist, der sehr schnell rausfliegt, glaube ich. Das, da war es das auch das schon. Das heißt, wir haben ein Siegerteam der Doubles. Und zwar lauten die Sieger LDT und SDN. Herzlichen Glückwunsch an die beiden.